Hey, ich bin Flo. Und ich bin Matti. Und wir machen ein freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben am Hessischen Landtag. Und momentan befinden wir uns an einer hessischen Schule für das Projekt Dialog P. Bei Dialog P kommen Abgeordnete aus allen 6 Fraktionen des Hessischen Landtages zu euch an die Schule, um mit euch direkt über interessante Themen der hessischen Landespolitik zu diskutieren. Das Besondere daran ist nämlich, dass ihr die Themen, über die ihr mit den Abgeordneten sprecht, selbst bestimmen könnt. Zu Beginn der Veranstaltung stellen sich die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen vor. Die erste Frage wird sein, wie viele Abgeordnete sind aktuell im Hessischen Landtag? Die Abgeordneten selbst können auch gerne helfen und ihr Wissen zur Verfügung stellen. In einem ersten Warm-up-Quiz arbeitet ihr als Team mit den Abgeordneten zusammen und könnt euch so ein wenig besser kennenlernen. Die landespolitischen Fragen und Anliegen, die euch interessieren, wählt ihr selbst aus und bereitet sie im Unterricht vor. Dazu bildet ihr dann Kleingruppen, die an einem Thementisch zusammensitzen. So seid ihr die Expertinnen und Experten zu dem Themengebiet, das euch interessiert, und könnt dazu mit den Abgeordneten diskutieren und eure Meinungen austauschen. Bei Schülerinnen und Schülern, wir haben ja das Schülerticket, also das Landesschülerticket für 365 Euro, 1 Euro am Tag, das Hessenticket, genau. Und das ist ja quasi wie ein Ticket, womit man frei fahren kann. In diesen Kleingruppen besprecht ihr dann eure Argumente und lernt die Positionen der verschiedenen Fraktionen kennen. Außerdem könnt ihr euren eigenen Standpunkt vertreten und andere Meinungen kennenlernen. Um sicherzustellen, dass die verschiedenen Meinungen genügend Raum bekommen, wandern die Abgeordneten dabei alle 10 Minuten von Thementisch zu Thementisch. Am Ende der Austauschrunde steht eine Auswertung zu den einzelnen Themen, in die ihr auch die neu gewonnenen Erkenntnisse einfließen lassen könnt. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich hervorragend vorbereitet, haben sehr differenziert Fragen gestellt und mir hat auch besonders gefallen, dass sie in der Diskussion auf die Wortbeiträge eingegangen sind und eine Anschlussfrage gestellt haben. Einige Aspekte zu den einzelnen Themen habe ich sehr gerne aufgenommen und werde sie auch in meine politische Arbeit einflechten. Ich würde sagen, dass auch sich meine Meinung dadurch verändert hat, zumindest mein Blickwinkel auf bestimmte Themen. Die Vorbereitung dieser Veranstaltung hatten wir in die Projektwoche gelegt. Das Material des Landtags und von Dialog P war auf jeden Fall gut nutzbar. Ich würde die Veranstaltung in jedem Fall wieder machen. So nah und halt so nah an der Politik war ich persönlich noch nie. Ich kann nach den Erfahrungen, die wir jetzt heute gemacht haben und auch in der letzten Woche in der Vorbereitung, das wirklich nur jeder Schule empfehlen, jeder Schule ans Herz legen. Also ich fand eben die Dialoge mit den Politikern sehr interessant und würde es deswegen auf jeden Fall weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Unbedingt.